Herzlich willkommen zu einer Geburtstagsfeier der ganz besonderen Art. Herzlich willkommen zum Geburtstagsorgelkonzert für Gottfried Silbermann hier aus dem Freiberger Dom. Der berühmteste und bekannteste sächsische Orgelbauer wurde vor 338 Jahren in Kleinbobritsch, unweit von Freiberg im Erzgebirge, geboren. Von Freiberg aus schuf er in über 40 Jahren viele Orgeln und andere Tasteninstrumente. Stellvertretend für diese steht heute hinter mir die große Freiberger Domorgel aus dem Jahr 1714, die zu seinem Geburtstag für ihn erklingen soll. Die Orgel ist zugleich das Instrument des Jahres vom Deutschen Musikrat auserkoren. Und wir feiern gemeinsam mit dem Sächsischen Musikrat und der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft mit diesem Konzert auch den Auftakt zum sogenannten Jahr der Orgel. Dass die Königin der Instrumente, besonders wenn sie aus der Hand von Gottfried Silbermann stammt, uns begeistern kann, das soll auch dieses Konzert zeigen. Musik von Zeitgenossen und Verehrern Gottfried Silbermanns soll erklingen. Johann Kuhnau, der als erster hier diese Freiberger Domorgel spielte und examinierte, zählt dazu, aber auch Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn Bartholdy. Gehen Sie mit mir auf eine Reise durch 150 Jahre Orgelmusik an der wundervollen großen Silbermann-Orgel im Freiberger Dom. Und ich sage Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, Gottfried Silbermann.